Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute am letzten Donnerstag im Monat gibt es mal wieder einen Hörgenuss von mir, denn ich habe in diesem Monat ein ganz, ganz tolles Sachbuch gehört. Ja, der Hörgenuss des Monats ist ja immer ein Video über ein Hörbuch, ein Hörspiel, ein Podcast oder auch mal einen coolen YouTube-Kanal. Wir sind vier Stammmädels. Ich packe die Playlist und auch die Mädels unten in die Infobox und wir präsentieren euch ja immer am letzten Donnerstag im Monat einen Tipp. Bei den Hörbüchern ist es natürlich nicht immer nur ein Hörbuchtipp, sondern natürlich grundsätzlich empfehlen wir dann auch das Buch weiter. Manchmal hat das Hörbuch aber irgendwie noch ein Special, wie wenn man zum Beispiel einfach es besonders vorgelesen bekommt oder wenn es tatsächlich ein Hörspiel ist oder wie auch immer. Aber da ist, denke ich, für jeden etwas dabei. Ja, ich selbst bin auch schon sehr gespannt, was die anderen Mädels heute hochladen werden und bin da sehr neugierig, was ich mir da vielleicht mal mitnehme als Empfehlung. Ja, ich habe schon angedeutet, bei mir gibt es heute ein Sachbuch und zwar 4000 Wochen von Oliver Burgman. Ich würde ihn jetzt einfach mal so aussprechen, korrigiert mich, wenn es irgendwie vielleicht anders ausgesprochen wird. Ich packe euch das Buch auch unten in die Infobox. Wenn es euch interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Ich fand den Gedanken an 4000 Wochen, die wir Menschen ja irgendwie in unserem Leben haben, sehr, sehr interessant und bin über dieses Buch irgendwie gestolpert und habe es mir dann als Hörbuch auch geholt. Gesprochen wird es von Stefan Lehnen, der seinen Job wirklich sehr gut macht, der gut betonen kann, der auch wirklich so die Absätze gedanklich mal so ein bisschen ja, abschweifen lässt, also im Sinne von, er gibt einem auch einen Moment, das Gehörte so ein bisschen zu verarbeiten. Das hat mir hier richtig, richtig gut gefallen. Das Buch hat 300 Seiten und in der Vertonung sind wir knapp bei 7,5 Stunden. Ja, der Autor Burgman kommt aus Großbritannien, lebt mittlerweile in New York City, ist ein preisgekrönter Journalist und hat unter anderem zum Beispiel auch wöchentliche Kolumnen erarbeitet für die New York Times, für den Wall Street Journal oder aber auch für den New Philosopher. Und in diese Richtung bewegt sich dann jetzt im Grunde auch dieses Buch, was er geschrieben hat. Geht so ein bisschen mit dem Gedanken ran, dass uns allen ja irgendwie die Zeit nicht ausreicht. Wir sind so vollgepackt mit Arbeit, Familie, Freunde, Hobbys und so weiter. Schlafen müssen wir auch noch. Und dass alle Menschen irgendwie das Gefühl haben, ihnen reicht die Zeit, die sie nicht haben. Denn wir haben auch nur knapp 4000 Wochen. Und das auch nur, wenn wir irgendwie so rund um die 80 Jahre alt werden. Und wenn man sich diese 4000 Wochen so gedanklich vorstellt, ist das gar nicht mal so viel. Denn 80 Jahre klingt erstmal relativ lange, 4000 Wochen irgendwie ein bisschen weniger. Und es gibt gegen Ende des Buches auch einen ganz spannenden Gedanken, dass wenn man davon ausginge, also wie lange jetzt unsere Zivilisation funktioniert, dass das ja im Grunde erst so knapp 4000 Jahre sind, wenn man also so an die Ägypter oder davor noch irgendwie denkt. Und wenn man jetzt sagt, man hätte eine Generation, die 100 Jahre wird, dann wären das im Grunde nur 40 Menschen. Also das ist tatsächlich irgendwie gar nicht mal so viel, wenn man ehrlich ist. Ich meine, man kennt am Ende ja locker 40 Menschen und auch auf diesem YouTube-Channel sind wir mehr als 40 Menschen. Und diese Vorstellung, wenn man da die 100 Jahre aneinander reiht, also fand ich sehr, sehr spannend und das hat mich auch so ein bisschen zu diesem Buch hingezogen. Ja, wir haben auch so ein bisschen eben die Einführung der Zeit. Wie sind wir überhaupt zu dieser Zeitzählung gekommen? Wie war der Gedankengang? Warum musste man das überhaupt irgendwann festlegen? Warum ist man nicht mehr einfach morgens mit der Sonne aufgestanden und mit dem Mond sozusagen ins Bett gegangen? All die Dinge so rund um die Thema Zeitmessung, weil Zeit ist ja auch erstmal nur ja nichts Greifbares, sondern die Uhr und die Zeitmessung ist ja etwas anderes. Das wird hier auch so ein bisschen erzählt. Und wir haben hier im Grunde ein Gegenbuch zu all den Zeitmanagement-Ratgebern, die uns im Grunde erzählen wollen, wie wir alles noch schneller und effektiver erledigen können. Und wir kommen hier eigentlich in eine Teufelsspirale hinein, weil uns das eben nur suggeriert wird, dass wir alles irgendwie schneller fertig bekommen und damit mehr schaffen und dann auch mehr Zeit haben. Aber blicken wir mal zurück in der Geschichte der Menschheit, so der letzten 200 Jahre, dann merken wir, dass mit jedem Fortschritt auch eigentlich natürlich etwas Positives kam. Nehmen wir mal eine E-Mail. Natürlich ist es viel einfacher und schneller, jetzt jemanden eine E-Mail zu schicken, als ihn mit der Brieftaube loszuschicken oder mit der Post. Aber das
der Effekt kommt einem natürlich auch wieder entgegen, weil für jede E-Mail, die ich beantworte, bekomme ich wieder eine Antwort, bekomme ich wieder eine Entgegensetzung, auf die ich wieder reagieren muss. Und wenn man sich denkt, wie sich vor 100 Jahren die Menschen die Zukunft vorgestellt haben, dass die Digitalisierung und auch die Maschinerie es im Grunde schafft, dass wir Menschen nur noch Controlling übernehmen und eigentlich ja nur noch so ein bisschen, ja, die Krönung der Spezies sind und unser Leben genießen, davon sind wir alle ja gefühlt relativ weit weg. Denn wir werden nie fertig sein. Und umso schneller wir etwas erledigen, umso mehr haben wir eigentlich zu tun. Und da ist die E-Mail tatsächlich nur ein Beispiel. Und wir werden es nie schaffen, da zu sitzen und zu sagen, ich habe gar nichts mehr zu tun. Das schafft theoretisch kein Mensch. Und für mich war das wirklich super spannend mit vielen Impulsen. Und wir haben hier auch einfach so diesen Punkt, man muss sich irgendwann entscheiden, Man muss die Entscheidung fällen, was ist einem wichtig, was möchte man tun und worauf legt man seine Priorität. Denn alles andere liegt abseits unserer Kontrolle. Man hat nie wirklich Zeit, wenn man sie sich nicht nimmt. Wenn man nicht sagt, ist mir heute der Hausputz wichtiger oder der Kaffee mit meiner Freundin oder was auch immer. Man kann da ganz viele Vergleiche anstellen. Natürlich ist das mit, habe ich heute Lust auf Arbeit oder fliege ich in den Urlaub? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die können bedingt nur sehr wenige Menschen wirklich morgens fällen. Aber für all die Dinge, die wir in der Freizeit tun, müssen wir irgendwann anfangen, uns zu entscheiden. Und das war so ein Punkt, den ich super spannend fand. Er gibt uns auch 10 Tipps zum Thema, wie wir mit unserer eigenen Endlichkeit umgehen, was ich auch richtig gut fand, denn das ist natürlich eigentlich unser Problem, dass wir eben nur begrenzt auf dieser Erde sind und dem Universum sind wir relativ egal. Ich glaube, auch unserem Haushalt sind wir egal und dieser Welt sind wir egal und die wenigsten von uns werden gedanklich so weit irgendetwas entwickelt haben, dass auch noch in 300 Jahren über uns gesprochen wird. Und deswegen sind all diese Dinge, über die man sich Gedanken macht, was es für eine Wirkung haben könnte, wir haben keine Wirkung. Nichts von dem tun, was wir normale Menschen machen, hat irgendeine Wirkung. Und ich muss sagen, das ist sehr beruhigend. Das einfach nochmal zu hören, noch einmal so mit den Impulsen mitzubekommen. Und für mich war dieses Buch wirklich ein Highlight. Es sind ganz andere Denkansätze, die zum Thema Zeit wirklich mir auch mal wieder Dinge zum Nachdenken gegeben haben. Wir haben ein endloses Leben und diese Impulse, die mir gegeben wurde und ich darüber jetzt auch ein ganzes Stück nachgedacht habe und hatte auch ganz viele Aha-Momente. Und bei vielen Dingen habe ich mich verstanden gefühlt, weil gerade das Thema, so wie setze ich meine Prioritäten, was ist mir im Leben wichtig, da war ich in manchen Situationen schon sehr nah dabei und habe mich so ein bisschen bestätigt gefühlt. Bei anderen Dingen sind die aber auch einfach mal so um die Ecke gedacht, dass ich auch da saß und dachte, ah ja, ja, und er hat recht. Und das fand ich einfach gut. Und das hat schon länger kein Buch und kein Hörbuch mehr bei mir geschafft. Der Schreibstil ist sehr verständlich, ist sehr einfach. Er nimmt einen sehr leicht mit. Er nimmt einen aber auch sehr ein. Er hat viele Beispiele, viele Erlebnisse aus seinem Leben, die uns auch einfach so ein bisschen spiegeln, wie wir das auf unser eigenes Leben, unsere eigenen Erfahrungen ansetzen können. Er nimmt uns so ein bisschen mit in sein Leben, was ihm wichtig ist, was er vielleicht auch verändert hat, aber natürlich auch Dinge aus Spiralen, wo er selbst vielleicht noch nicht raus ist oder auch das vielleicht gar nicht so schnell ging, wie er sich das gewünscht hat. Das Buch ist schon ein bisschen amerikanisch und das muss man definitiv mögen. Er verwendet auch sehr viele Zitate und Weisheiten von anderen Menschen, von Persönlichkeiten, von berühmten Menschen, die er hier so einflechtet, die er so ein bisschen auch verarbeitet, dann im Sinne von, wie hat ihm dieser Gedankengang im Grunde weitergegeben, welche Gedanken waren da folgend. Das trifft man im Deutschen relativ selten, aber ich hatte damit überhaupt keine Probleme. So habe ich auch ein paar neue Menschen sozusagen kennengelernt, wo ich denke, ach, der Gedankenansatz gefällt mir, kurze Notiz, da muss ich mal gucken, ob es da vielleicht auch irgendwas gibt, wo ich darin dann lesen könnte. Er hat wahnsinnig viele Impulse und ich habe mir auch einiges mitgeschrieben. Für mich ist dieses Buch definitiv ein haptisches Nachkaufbuch, wo ich dann auch einfach immer mal wieder mir diese spannenden Impulse nachlesen werde. Es ist sehr intensiv für mich gewesen. Ich habe viel nachgedacht und ich konnte auch so bei 2, 3 Dingen direkt in die Umsetzung kommen. Denn meine To-Do-Liste ist nicht mehr lang und auch nicht mehr länger, sondern ich habe einfach mal Prioritäten gesetzt. Und es hat sich einfach gut angefühlt zu sagen,
Anstelle 20 Dinge, die jeden Tag gefühlt länger wurden, weil immer wieder irgendwas dazu kam, fokussiert, Prioritäten gesetzt, Entscheidungen getroffen und dann war es eben auch mal gut. Und das hat sich so, so gut angefühlt. Und jetzt bin ich gar kein großer To-Do-Listen-Nutzer, aber ach, kennen wir nicht alle dieses Gefühl. Ich habe bei einigen Punkten, die er angesprochen hat, auch mein eigenes Tun hinterfragt und auch das Tun von Menschen aus meinem Umfeld. Und da tue ich wahrscheinlich auch tatsächlich, ich tue heute sehr viel. Und ich tue ihnen da wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen Unrecht. Aber ich glaube, manchmal muss man dann auch einfach merken, wo legt jemand anders in seinem Umfeld die Priorität und falle ich da als Freund, Familie, Bekannter trotzdem irgendwie mit drunter und rein? Oder was erkennt man vielleicht, wo jemand, der immer erzählt, dass er gestresst ist, keine Zeit hat, immer am Hasseln ist, ob man da nicht irgendwie so einen kleinen Stups, Impuls geben kann, um zu sagen, jetzt atme mal durch und dann guck doch mal, vielleicht ist das und das eine Möglichkeit. Es geht hier nicht ums Zeitmanagement, es geht nicht darum, alles schneller, besser und effektiver zu machen, sondern einfach mal zu hinterfragen, ob das, was man tut, tatsächlich das ist, was man tun möchte und ob es wirklich diese Priorität im Leben einnehmen sollte, die es manchmal so tut. Und zwar sehr viel tut, es tut mir sehr leid. Ja, ich habe mir auch ein paar Impulse natürlich rausgeschrieben, die ich jetzt hier auch so ein bisschen mit dabei habe und mir als Notiz jetzt auch mit dahergehangen habe. Ganz spannend fand ich, man weiß nie, wann man eine Tätigkeit zuletzt macht. Und es ging zum Beispiel darum, wann hat man sein Kind das letzte Mal getragen? Wann ist das Kind das letzte Mal zu nachts ins Bett gekommen? Wann umarmt man einen Menschen das letzte Mal? Wann küsst man gegebenenfalls jemanden das letzte Mal? Aus welchen Gründen auch immer man etwas das letzte Mal tut, man soll darauf den Fokus und die Aufmerksamkeit legen. Man soll im Jetzt sein, im Hier sein, im Heute sein, nicht am Morgen denken, nicht ständig an gestern, sondern auch einfach das genießen und sich bewusst machen, dass der jetzige Moment ist und der kommt eben nie wichtig wieder. Und dass das wichtig ist, auch im Hier und Jetzt zu sein. Und ja, da konnte ich ganz viel nicken und habe auch bei den 2, 3 Beispielen, die er so ein bisschen gebracht hat, mich definitiv auch manchmal so ein bisschen ertappt gefühlt. Da muss ich wirklich sagen, sind oft meine Tiere so der Anker zum Jetzt. Also meine Katzen, wenn hier sind, dann gilt auch jetzt nur hier, jetzt wird gestreichelt und geschmust und geschnurrt. Das gleiche gilt für Weasley. Wenn ich mit dem draußen bin, dann ist das hier und jetzt. Weil wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin, ist es mein Hund auch nicht und dann haben wir Chaos und ja, da sehe ich meinen Spiegel sozusagen direkt, dass das irgendwie nicht so richtig gut gehen kann. Man soll immer erst sich selbst bezahlen. Das ist zum Beispiel auch ein Impuls, ein Tipp in Sachen Geldanlagen. Also man soll immer erstmal für sich etwas zurücklegen und dann eben alle anderen bezahlen, weil würde man erst alles ausgeben, alles bezahlen und einkaufen gehen und kommt dann am Ende des Monats und sagt, oh, jetzt ist gar nichts mehr zum Sparen. Ja, dann liegt das natürlich daran, dass alle anderen bezahlt wurden und nicht man selbst. Und das Prinzip nimmt er auch so ein bisschen auf die Zeit, dass er sagt, auch für einen selbst sollte man aufs Zeitkonto achten und die Dinge tun, die einem Spaß machen. Also er redet da natürlich von den Hobbys, egal ob spazieren gehen ist, Briefmarken sammeln, ob es ja im Grunde auch Familie natürlich ist, ob es der Sport ist, ob es Lesen ist. Man darf Hobbys haben, man darf und sollte sie genießen und sollte sich dafür auch die Zeit nehmen. Und egal wie man seine Hobbys priorisiert, man ist im Grunde der Erste, der etwas von seiner Zeit bekommt. In dem Fall natürlich bei allen, die arbeiten, auch die Freizeit, weil wir natürlich unsere Arbeitszeit, unsere Zeit im Grunde ja uns entlohnen lassen, dafür, dass wir Lebenszeit im Grunde dafür hergeben, ein anderes Imperium sozusagen ja im Grunde wachsen zu lassen. Jemand anderes Firma in der Regel, wenn man nicht selbstständig ist, dann tut man das ja für sich selbst, aber in der Regel sind ja die Mehrheit trotzdem angestellt und damit erfüllt man ja eigentlich jemand anderen seinen Firmenwunsch und dafür lässt man sich ja bezahlen. Und beim Sparen und beim Geld ist das natürlich immer so ein bisschen eine Frage, wie viel Spielraum hat man überhaupt zum Sparen, aber es ist absolut richtig. Ich merke das auch, wenn ich mein Gespartes zuerst wegpacke und dann ist einfach im Geldbeutel ein geringeres Summe drin, dann weiß ich eben, okay, mit der Summe muss ich auskommen. Und ja, es gibt natürlich Monate, wo irgendwas dazwischen kommt und man sagt, naja, jetzt muss ich aus dem Gesparten vielleicht doch mal wieder 20 Euro rausnehmen. Dann tut mir das aber nicht weh, weil, also, ihr versteht. Und so ähnlich
fasst er das im Grunde auch einfach für die Zeit zusammen. Für Erlebnisse, die einem wichtig sind, sollte man sich die Zeit nehmen und dann auch genießen. Und nicht schon wieder 3 Tage weiter sein und sagen, ach, wenn ich jetzt heute hier rum mich langweile und in einem Buch lese, dann habe ich 3 Tage später das und das Thema. Nein, wir sind im Hier und Jetzt und das macht er wirklich richtig, richtig gut. Und ich fand auch ganz schön so einen Satz, Langeweile ist die Reaktion auf unsere begrenzte Zeit und eine positive Verschwendung. Und diese positive Verschwendung, die fand ich großartig. Also wenn ich so mich im Umkreis umgucke und ich habe nicht sehr viele Leser im direkten oder viel Leser im direkten Freundeskreis und was für eine Verschwendung, hast du so viel Langeweile, dass du ein Buch liest. Ich glaube, es sind Aussagen, die wir Buchnerds alle so ein bisschen kennen. Und dann kann ich jetzt sagen, das ist eine positive Verschwendung meiner Lebenszeit und ich mache das gerne. So. Und ich fand es einfach nur großartig. Also wahnsinnig tolle Impulse, die zum Nachdenken anregen, die mich mitgenommen haben, die ganz viel auch in meinem Kopf gemacht haben und ich brauche dieses Buch in haptischer Form und werde es dann bestimmt auch nochmal ein zweites Mal lesen und mir dann ganz viele Notizen drin machen und Markierungen machen, um einfach immer wieder auf die wichtigen Dinge schnell dann auch zugreifen zu können. Schnell und effektiv, was ja Oliver Borgman eigentlich nicht möchte. Das war nun mein Hörgenuss. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu meinem Hörbuch und Buchtipp sagt. Vielleicht kennt ihr ja das Buch auch schon, dann schreibt es auch sehr gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, auch mit euch ein bisschen in den Austausch zum Thema Anti-Zeitmanagement-Buch zu kommen, also dieses Gegenbuch eines Zeitmanagement-Ratgebers. Ich finde das einfach eine großartige Bezeichnung und es trifft es wirklich einfach auf den Kopf. Also das hat Oliver Borgman wirklich gut gesagt. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.